Die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie arbeiten an der Lösung eines uralten Rätsels: Typhus. Jahrelang hatte man geglaubt, die Infektionskrankheit beherrschen zu können. Doch immer wieder kommt es zu überraschenden Ausbrüchen auf der ganzen Welt. Jährlich infizieren sich 21 Millionen Menschen mit Typhus, 200.000 sterben daran. Haben die Wissenschaftler das Bakterium unterschätzt? Um das Bakterium und seine Ausbreitung besser zu verstehen, erstellen die Wissenschaftler unter Leitung von Philippe Roumaniac ein weltweites Profil des Bakteriums. Mit modernsten Analysemethoden vergleichen die Wissenschaftler die DNA der einzelnen Typhusstämme, die Kollegen auf der ganzen Welt zu diesem Zweck isoliert haben. Ergebnis dieser Arbeiten: eine weltweit einzigartige Typhus-Datenbank. 105 unterschiedliche Typhi-Stämme haben die Wissenschaftler bisher isoliert. For instance, there is a new epidemic in Africa. Wenn zum Beispiel in Afrika oder Asien eine neue Epidemie ausbricht, können wir nun exakt sagen, welcher Erreger dahinter steckt. Ob es eine neue Form ist oder ein bereits aus Südamerika bekannter Stamm. Mit diesem Wissen können wir die Ausbreitung des Erregers und seine Wirkungsweise besser verstehen. Das ist Epidemiologie. Wir können so besser verstehen, was bei einer Epidemie passiert und wie Epidemie und endemische Situationen zusammenhängen. Doch vor allem konnten die Forscher feststellen, dass der Urstamm des Typhus-Erregers seit 40.000 Jahren unverändert überlebt hat. Welche clevere Strategie hat dieses Bakterium so erfolgreich gemacht, dass es sich im Laufe der Jahrtausende kaum anpassen musste? Einer möglichen Antwort war schon Robert Koch auf der Spur, dem Phänomen des Dauerträgers. Ein Dauerträger ist jemand, der das Bakterium trägt, ohne selber krank zu sein. Er kann das Bakterium problemlos über die ganze Welt tragen. Und niemand ist in der Lage, diese Dauerträger zu entdecken. Sie können das Bakterium weltweit verbreiten und übertragen. Ein solcher Dauerträger war Mary Mellon, eine irischstämmige Köchin, die zwischen 1900 und 1907 in New York City zahllose Menschen mit Typhus infizierte. Sie bereitete die Speisen unter den gegebenen hygienischen Bedingungen des beginnenden 20. Jahrhunderts zu und sie bediente und versorgte die Herrschaft bei den Mahlzeiten. In den Haushalten, in denen Mary Mellon arbeitete, erkrankten die Menschen regelmäßig an Typhus, ohne dass eine Verbindung zu der Frau hergestellt wurde, die die Kranken dann auch noch selbst pflegte. Erst nach 7 Jahren wurde sie als Krankheitsüberträgerin identifiziert und eingesperrt. Typhoid Mary musste den Rest ihres Lebens in Quarantäne zubringen. Eine weitere Entdeckung lässt die Wissenschaftler aufhorchen. Aufgrund von unreguliertem Vertrieb von Antibiotika in der Dritten Welt haben zahlreiche Typhusstämme Resistenzen entwickelt. Ein bedrohlicher Gedanke, dass Dauerträger nun die gefährlichen resistenten Stämme über die ganze Welt verbreiten könnten. Indeed, we are finding now this clone in Cameroon. Das ist tatsächlich auch schon geschehen, und zwar in Kamerun, wo plötzlich ein neuer resistenter Stamm auftrat. Das ist möglicherweise bereits der erste Fall einer solchen Kombination aus Dauerträger und resistentem Stamm. Der Schlüssel zum Rätsel und zur effektiveren Bekämpfung der Krankheit liegt in der Erforschung des Dauerträgertums. Wenn es den Wissenschaftlern gelingt, dieses Phänomen zu verstehen, könnte das irgendwann den Sieg über das clevere Bakterium bedeuten.